Ich halt gedrückt! Jungs, ich halt... Yeah. Au! Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Denno, Kaspar und ich müssen heute Rätsel lösen in Human Fall Flat. Wir müssen probieren, bis zu Level 15 zu kommen. Da gibt es nämlich eine riesen Überraschung für uns. Wir müssen immer gucken, wie wir die Level am besten mit ganz viel Grips durchgehen, Freunde. Weil wir müssen immer gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von Human Fall Flat sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde! Ja! Ja, Leute! Junge! Ey, Kaspar, Denno, seid ihr bereit heute? Das schwerste... Ey, lass mich los! Wir schmeißen wieder rein, komm mit! So, komm, pass auf, dich nehme ich jetzt damit. Ey, warte mal ganz kurz. Denno, ich will dir was zeigen, okay? Ich lass dich. Guck mal hier, das ist mein Freund, Mr. Schmetterling, okay? Wir müssen heute zusammenarbeiten, ne? Weil guckt euch mal bitte schon diese Tafel an. Er sagt hier, wir müssen das Level 15 erreichen, um irgendwas zu bekommen. Einen Preis oder so, irgendeine Überraschung. Okay, ich bin gespannt. Wir müssen halt Wege finden, wie wenn wir aufs nächste Level kommen. Also, wir müssen uns... pass auf, Digga. Das Brett hier sieht ja schon gut aus, da steht ja schon Grab drauf. Okay, pass auf, ich nehme die eine Seite und du die andere und Kaspar geht am besten rauf oder so. So. Geht das? Kaspar, Digga? Kaspar? Oh, Junge. Okay. Kaspar, halt dich mal fest an dem Brett, mein Bester. Ja, warte mal. Er will hier noch nicht so ganz. Digga, dann sollst du dich festhalten am Brett. Okay. Okay. Nein! Nee, ich rutsche mal runter, So, wir kriegen jetzt am besten das Brett darüber, ist jetzt die Frage. Du springst jetzt am besten mal rüber, Leon, würde ich sagen. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich heb jetzt... Oh, ja! 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 Nein! Oh, was lässt du denn los? Was machst du denn? Wieso läufst du denn hinterher? Hey. Mann! Denno! Denno ist der Bauleiter, ich mal es kurz so. Ja, oh, Digga, ich bin der Architekt. Oh, komm! Komm! Und? Jawohl! Ja! Siehste! Richtig! Okay! So, zweiter Checkpoint haben wir jetzt erreicht nach 3000 Jahren. Ist das eigentlich ein Knast? Ist das eigentlich ein Knast hier? Ja, gefühlt schon, ne? Ich hab eine gute Idee. Warte mal, pass auf, wir müssen ja irgendwie rüberkommen. Okay. Ne? Das heißt, ich glaube, wir müssen hier oben rauf. Geh mal auf die Spitze. Schaffst du das? Vielleicht schaffe ich dich hochzuschleudern oder so. Warte Jungs, wozu brauchen wir hier den Ast? Ah, den müssen wir hier rauflegen als Gewicht. Aua! Hör auf! Pass auf, leg den da mal rauf, hinten hin. Was ist denn überhaupt hier? Hier sind so... Ah, hier sind Steine! Wir müssen an die Steine rübergehen. Pass auf, Digga. Ich glaube, wir müssen Nein! Ich mach das jetzt auf, Digga. Schieb den Ast da durch. Ich mach das jetzt auf und dann laufen wir ganz doll dagegen. Nein, Jungs, seid ihr lost? Doch, ihr müsst die Steine runter. Ja, guck mal! Mach die Steine runter! Jungs, guck doch mal, ihr Idioten! Ja, perfekt! Was hast du gemacht? Warte. Und jetzt müssen wir die Steine holen. Okay, genau. Holt jetzt die Steine hier, quetscht euch durch. Leute, ihr seid einfach echt aufgebogen, Mann. Ich sag's euch, Alter. Einmal hier mit dem starken Brox am Start sein. Falsche Seite. Bro, du bringst es wieder zu. Ja, warte. Warte. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Warte. Kriegst du den schon? Müsstest du kriegen. Ich hab ihn. So, gib mir den anderen Stein. Gib mir den anderen Stein, Kaspar, hier. So, sehr gut. Und? Warte mal, das ist hier Mikado. Und? Lass los! Ja, lass los! Ich biege dich immer weiter und... Oh, wie eine Wahlgeburt. Alter! Okay, so, pass auf, wir machen jetzt noch den Stein da rauf. Und jetzt können wir hier... Verdammt! Ah. Nein, pass auf, Jungs, pass auf, ihr müsst immer höher springen. Das ist wie eine Wippe, wisst ihr? Man muss immer springen, dann nochmal springen, wisst ihr, immer wieder immer weiter hoch. Nein, ich glaube nicht, oder? Nicht? Digga, so macht man das. Oha, wie hat es denn nur geschafft? First try direkt. Und hoch, komm, Digga, zieh dich hoch, Junge. Ja, das bringt dir nichts, Digga. Komm jetzt. Komm hoch. Jawohl. Wie hast du es gemacht, Denno? Arme hoch. Put your hands in the air. Yeah. Jawohl. Okay, so, Kaspar. Und drüber. Kaspar, zeig, was du drauf hast. Okay, und wie greife ich mich? Und jetzt musst du nach unten gucken. Ja, genau. Okay. Sehr schön. Und hier steht auch schon Jump. Okay. Ja, so. Okay, Jungs, wir haben es sehr schön, wir haben geschafft und warte mal ganz kurz, was soll man jetzt hier machen? Da steht Press. Ich glaube, dieser rote Knopf, der macht hier vorne die Tür auf. Ja, pass auf. Ich steh drauf. Korrekt. Wir müssen den Stein da hochkriegen, Leute. Ich glaube auch, gib mal her. Noch eine Schriftrolle. Gib mal her. Ja, Digga, das ist nicht so einfach, ne? Geht das? Vielleicht die Schriftrolle da, warte mal. Stein ist übel schwer, Digga. Oh, hey! Oh! Ja. LOL! Moment! Wir packen einfach die Schriftrolle darauf. Ist doch viel leichter. Guck mal. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So. Das dürfte es sein. Und jetzt Schrift. Warte, wenn man die noch raufbekommen würde. So, Leute, Schriftrolle rauflegen. Ja. Warte. Moment mal, wir müssen die Wand hier kaputt machen. Nein, ich hab die Mucke angemacht. Alter. Oha, Digga, ich drehe jetzt völlig durch, Digga. Smash, Mucke. Smash, Junge. Mucke. Nimm den Fernseher mit. Mucke. Alter. Oha. Ach, okay, Leute, ey, warte. Der Kühlschrank ist hier rein. Da vorne ist eine Laterne, Digga, und du springst jetzt ran. Ey, lass das Kaspar machen. Er ist Indiana Jones. Digga, Kaspar ist Indiana Jones, nicht Alter. Du. Alter.
Okay, gut. Ich wollte nur ausprobieren. Ich war neugierig. Kasper! Ja! Wichtig. Ich habe so das Denno, Gefühl, Digga. Du schaffst das. Ich glaube an dich, Denno. Hatte ich auch. Ich dachte, ich glaube an dich. Denno! Und? Ja! Oh, ja. Das war clean. Lass uns hier über den Zaun rüberklettern. Das ist ja kein Problem hier. Über den Zaun, Leute. Oh, ey, lass mich los! Das Windrad dreht sich. Oh, stimmt. Hier oben, da ist so eine Zuckerstange. Warte, das ist meine Hirtenstange. Denkst du, ich kann mich da einfach ran? Ey! Digga, du wärst so weggeboxt von dem Teil. Geil, Mann. Au. So, warte mal. Wow! Hilfe! Denno! Proxo! Denno! Ah! Ah! Ey! Hä? Nein! Er hat es geschafft, Digga. Lol! Okay. Ja? Ja? Nein, Kasper! Lass los! Sorry, warte, ich geh weg. Er hat das Windrad kaputt gemacht. Okay, warte. Denno! Jo! So, Crash-Test, Leute. Crash-Test Kasper ist da. Jetzt Kasper. Ich glaube, ich verkack das. Kasper, ich glaube an dich. Du bist Indiana Jones. Du musst einfach nur eins Indy? Mit dem... Jetzt. Wir klettern jetzt hier mal ganz Digga, kurz hoch. Wir müssen, glaube ich, den Karton hier runternehmen und die anderen auch noch, Digga. Ich glaube, das stimmt, ist zu wenig. Stimmt, der ist, glaube ich, der hat zu wenig Gewicht, ne? Kein Problem, Leute, ich bin der Jump-and-Run-Master. Leute, ich kümmere mich um die Kartons, Digga. Ihr zieht durch. Ich habe hier den nächsten. Oh! Schmeiß runter, nicht Olga! Schmeiß runter! Nein! Ach Mist! Ich übernehme hier. Wir brauchen nur zwei, oder? Oh, echt nur zwei? Ich glaube, nein, wir brauchen noch einen. Nein. Kein Problem, Freunde, den schnapp ich mir ganz kurz. So. Denno, Alter. Ey, Kasper! Lass mich los! Kannst du mich hochziehen? Lass mich los! Bitte zieh mich mit hoch! Nein! Ja, nicht an meinem Kopf, Junge! Was runter machst du da? Runter! Warum tut ihr das? Okay, Broxo, ey, Denno, lass mich los. Denno, lass mich los. Kasper, Digga, mach das, wofür du geboren wurdest. Okay, jetzt hast du Broxo im Nacken, ne? Der! Leon ist der letzte 31. Ja, so, Freunde. Er gönnt mir gar nicht. So, Freunde, okay. Hier alles auf mich zurückzuführen. Nicht schlecht, ja, alles nicht schlecht, auf mich Digga. Zurückzuführen. Guck mal, Freunde, hier, wollt ihr das da haben? Ja. Schmeiß rauf! Oh, ja. Er ist fast runtergefallen. Nicht mal treffen kann der Typ, nicht mal treffen kann der Typ. So, und? Ey, aua. Weg da! Ich mach doch gar nichts. Geh, lass mich los! Du sollst nur eine Kiste darauf stellen. Stell die Kiste jetzt rauf! Ja, warte. Jawohl. Nein, die Kiste ist noch nicht drauf. So, schnell durch. Das geht. Schnell durch. Das geht nicht. Jetzt stell die Kiste drauf, Denno. Kann die nicht draufstellen? Die ist zu schwer oder so. Tollgebühren. Los, Kasper, wir schmeißen Leon runter, Digga, komm. Ey. Okay. Komm, Digga, runter mit ihm. Ey. Alle tot. Ey. Alle tot, Digga. Alles auf, runter mit dir, runter mit dir. So, tja, Kasper. Oh, nein. Denno. Denn wir sind ein Team. Digga, was soll das? Könnt ihr nicht nein. Los. Ah, das ist ein Generator oder sowas, oder? Warte, Kasper, lauf mal. Zieh mich mal hoch. Nee, das ist ein Generator. Ach so, ein Laufrad. Ah, lol. Digga, guck mal. Nee, man muss nicht hinlaufen. Noch ein Stück. Man muss von außen ziehen. Ja, mach weiter. Leon macht gut. Leon macht gut, Digga. Nein, Bro, Leon macht... Oder? Keine Ahnung, Digga. Warte. Ich glaube, man muss von außen ziehen. Ich bin drauf, Leute. Denno hat irgendwas. Was ist das? Mikado-Stab. Runter damit, Digga. Runter damit. Okay, pass auf, Jungs. So, den müssen wir oben irgendwie rein donnern. Hier rein ins Loch oben, oder? Wie soll ich das denn schaffen, Alter? So. Oh, soll das da durch? Das ist echt eine gute Frage. Doch, das kriegen wir da durch. Ja. Jungs. Warte, hier. Ist nicht so leicht. Ich hab. Ja? Mach mal. Oder müssen wir jetzt zu zweit? Nein, Jungs. Wir machen das falsch. Guck mal. Wieso? Wir haben eine rote Markierung. Also, falls ich das jetzt richtig sehe. Wir haben eine rote Markierung, richtig? Ja. Und was bringt denn nichts, wenn wir das da durchmachen? Wir müssen jetzt nämlich was auf, habe ich so das Gefühl. Wir nehmen jetzt hier diesen Mikado-Stab. So, und schieben ihn langsam hier durch. So, und jetzt. Ah! Nicht schlecht, Digga. Ich bin clever. Ich sag's euch, Leute. Ich hab den Stein, Digga. Okay. Ich hab ihn. Und nicht, dass er runterfällt, ne? Guck mal, der muss hier durch. Stimmt, ja. Du musst damit... Leute. Warte, das kann man auch abreißen. So kann man es auch natürlich machen, Kasper. Warte. Okay. Und? Warte. Ich gehe auf den Zug rauf. Moment, bevor er was macht. Ja, geh drauf. Ich glaube, du musst andere Richtung machen, dann fährt er nach vorne, ne? Warte. Sehr gut. Was sind das für Geräusche? Okay, ich drück mal hier. Ja, perfekt, Digga. Oh, ich bin runtergefallen, Digga. Das müssen wir da oben mal machen. Was passiert denn da? Ihr müsst mich schieben, Jungs. Ich gehe hoch. Okay, geh hoch, Denno. Hä? Perfekt. Ich probiere es jetzt auch mal ganz kurz. Geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Du schiebst einfach, ja. So ist gut, Digga. Leon ist drauf. Und was muss ich jetzt machen? Weiß ich nicht, Digga. Muss ich hier ran? Hui! Ja. Mit Schwung, oder? Hui!
Ich glaube, du kannst springen. Da ist auch so eine blaue Matte da drüben. Ah, oh. Oh, wichtig. Aber warte mal, wie kriege ich euch jetzt nach drüben? Denn ich muss in den Tod stürzen. Ich glaube, ihr müsst das Ding. Warte mal, ihr müsst selber da rauf springen und dann rüber. Jungs, ich kann hier eine Kugel steuern. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Oh, was machst du? Oh Gott, ich mach's lieber noch nicht. Ist doch zu gefährlich. Au. Der Kaspar, komm schnell, beeil dich, das Ding schwingt doch. Okay, ich versuch. Los, Denno! Nein! Digga, los! Nicht da Leon! Ich bin bei dir, Leon. Ich bin da, Digga, ich bin da. Schwächling! Schwächling! Okay, jetzt hab ich's. Okay, und? Perfekt, Kaspar! Perfekt! Sehr gut! Perfekt, Digga! So. Sehr schön. Aber Digga. Oh, noch bisschen döller, Denno, bisschen döller. Leute, ich werde da mal richtig reinscheppern. Oh, okay, hol richtig Schwung. Los. Richtig gegen die Pappen. Jetzt. Es geht los. Yeah. Mein jetzt Gott, ist kaputt gegangen. Okay. Junge, das war hier am Auto. Digga, wir haben ein Quad. Können wir mal vorne fahren? Jo. Ich lenke. Warte, ich lenke. Ich geb Gas. Nein, fahr rückwärts schnell. Okay, warte. Ist nicht so leicht zu lenken, muss ich sagen. Stopp! Digga, ihr müsst hier auf die Fläche. Warte. Kaspar! Auf die blaue Fläche fahren. Kaspar, wir sind schief. Ihr müsst mit dem Auto auf die blaue Fläche, Digga. Warte, ich schieb mal ein bisschen. Oh, Jungs. Doch, Kaspar. Junge, ich will die Leiter da unter dem Stein wegkriegen. Verdammt, so, nächstes Level. Wir kriegen jetzt den Stein weg, ich frage, ne? Müssen wir dafür irgendwie... Da oben irgendwie... ist ein Joystick. Leute, ich hab eine Schildkröte, Leute. Ab ins Wasser mit dem Viech. Jungs, hier ist das im Wasser versteckt. Guck mal. LOL. Nimm das mal. Damit musst du den Hebel umdrücken hier oben. Ja. Digga, Kaspar, nimm das Ding mal. Wo bist du? Kaspar, du musst das Ding nehmen. Wo bist du denn? Da, nimm das Ding doch. Ich hab's. Okay, los, okay. Normal. Er hat's. So. Ja, perfekt, Digga. Okay, und jetzt machen wir den Hebel oben. Jawoll, Digga. Genau. Und jetzt, was passiert jetzt? Über uns irgendwas? Was passiert? Über uns irgendwas war es gerade. Andere Seite? Hebel auf anderer Seite, Digga. Okay. Oh. Nicht mich! Denno, geh weg! Rudi, lass mich! Denno! Lass mich, Digga! Hör auf, panisch zu sein! Wenn du panisch bist, es wird nur schlimmer, ich sag's dir. Warte. Okay. So, pass auf, warte mal, wir müssen andere Seite. Die Leiter vielleicht rausziehen damit? Nee, ne? Ja! Oh! Was ist das? Okay, warte. Komm hoch, warte. Nimm meinen Arm, Digga. Ich hab dich, Bruder. Okay, komm, gut. Oh, zieh mich hoch, Denno. Komm schon, Denno, Digga, zieh mich hoch. Hochziehen. Es geht nicht. Du hältst, jawohl. So, okay. Siehst du, Digga, ganz entspannt. Wie kriegen wir das denn jetzt da runter? Ey, Jungs, ich glaube, wir müssen hier die Kokosnüsse runterboxen. Ja, warum Oder denn? Meint ihr nicht? Um die dann da hier durchzuwerfen vielleicht? Aber guck mal, da ist was über dem Stein. Guck mal den Schatten von dem Stein an. Das ist eine Kugel. Und ich glaube, mit dem Schalter, wenn du den gedrückt hältst, fährt etwas runter, was den Stein vielleicht kaputt macht. Stimmt, oder okay, pass auf. So. Okay, jetzt müssen wir noch das Ding hier rausgabeln irgendwie. So, warte. So, pass auf. Ja, sehr schön. Mach nochmal von der Seite, von dir. Genau, das müssen wir, die ist ziemlich weit oben, die Kugel. Das heißt, wir müssen den Schalter ziemlich lange drücken. So, ich fahr mal. Guck mal, jetzt macht halt er was. Halt gedrückt. Ich halt gedrückt. Jungs, ich halt. Ja. Au! Oh, Crash-Test, Digga. Ey. Alter, sehr schön. Okay, Alter, die Kugel. Leute, die Kugel, die rollt da rauf, die rollt da rauf. Die macht's kaputt, oder? Oder? Nee, wir müssen die Leiter nehmen, Digga. Und Jungs, die Kugel ist voll im Weg jetzt. Nee, die Kugel ist gut, Digga, die Kugel ist gut. Wir können jetzt mit der Kugel schön die Leiter raufpacken, Digga, und dann da. Nein, jetzt hat er die runtergemacht. Die muss runter, Digga. Warte mal, erstmal das Tor auf, Digga. Kommt die Kugel jetzt hier schon wieder runter? Und jetzt. Mach mal das andere Tor noch auf, Digga. Ja, ich die Leiter auf. Okay. Leiter rüber und dann haben wir's. Okay, Leiter rüber, Denno. Leiter. Und? Was ist Phase? Nee, ne? Ah! Nice, Digga. Jawohl, Digga. Jawohl. Ich wusste es. Er wollte was machen. Das hier. Erstmal ein entspanntes Lagerfeuer, Alter. Jungs, lass mal kurz Hände wärmen ein bisschen. Ist gerade echt kalt geworden, muss ich sagen. Kurz ein bisschen Hände wärmen hier. Ja. Oh, abgewürgt. Okay, Hände wärmen. Was geht ab? Kaspar, nach vorne. Kaspar, nach vorne. Nein, ich mach nach vorne. Digga. Nur. Lass mich los, Bronzo. Kaspar. Das war's, Digga. Und wir nehmen die Karre. Jetzt fahr ich mal hier. Denno, jetzt gibt Vollgas. Vielleicht kannst du irgendwas außer bauen. Okay. Nicht. Ja, Digga, ist der Knopf irgendwie weg? Nein, der Knopf ist nicht weg. Der Hebel ist weg bei mir. Jungs, ihr braucht's gar nicht machen. Ihr könnt einfach so durch. Haha, Digga. So. Ihr braucht's gar nicht machen. Aber ich glaube, wir brauchen das Auto, oder nicht? Guck mal hier. Wo ist der Geheimweg, Digga? Ich bin einfach rüber
geklettert. Musst du klettern, musst du rüber. Hier, ich kann aber auch kaputt gemacht. Er hat mit der Axt einfach kaputt gemacht. Ich habe hier mit der Axt das gerade kaputt gemacht. Jetzt können wir mit dem Auto rüberfahren. Ich glaube, wir müssen auch mit dem Auto rüberfahren. Ab aufs Auto und dann würde ich sagen Vollgas. Digga, dann gib mal Stulle, Alter. Fahr mal rüber. Fahr Vollgas, okay. Kaspar. Digga, fahr Vollgas. Ein bisschen wild. So, Leute, ab mit der Kohle in den Ofen, ich Alter. Ich sag's euch, ey. Das war eine Geburt. So, Jungs, pack die Kohle rein. Ich hab den Stab wieder. Digga, let's go, Alter. Schmeiß rein da die Olga. Zeit, Jungs. Rein damit hier. So, ja. Perfekt. Komm, drück rein jetzt. Jetzt so. Okay, okay. Nee, oder? Hey, Digga, also ich mach mal ein bisschen... Mach mal ein bisschen Ordnung da, du Baumeister. So, mach mal ordentlich. Leute, eins zur Zeit, Digga. Sehr gut. Digga, seid ihr zu blöd, Kohle reinzudrücken? Das ist dank deiner... Wenn du mit deiner Fackel drin bist, Alter. So, eine Kohle noch. Eine Kohle noch. Pack rein jetzt hier, pack rein. Mach ich dir rein da, Digga. Ja, Ofen ist schon fast voll. Ja, du musst eine Kohle schon reinpacken. Ich halt rein. Er blockiert halt. Nee, du kannst reindrücken, Digga. Hier, drück rein. Jetzt. Drück da selber rein. So. Ja, das Tor geht auf. Okay. So, drück mal hier das Ding runter. So. Ha, perfekt. Da ist noch ein Knopf. Jungs, was ist das hier? Das brauchen wir bestimmt gleich. Jetzt erstmal wieder hochfahren, oder? Dann drück mal den Knopf da. Fahr mal hoch. Ja. Oh, okay. Jungs. Ach, jetzt muss man daran rüber, oder was? Pass auf, ich glaube, wir müssen das so machen. Jawoll. Ja, moin. Oh mein Gott. Kaspar, lass los, Digga. Warte, Jungs, ich hab was Gutes. Ihr müsst euch an mich festhalten. An mir. Nee, Digga. Doch, guck. Kaspar, lass den Arm los. Denno, bitte. Ich komm sonst nicht daran, Digga. Jungs, haltet euch fest, schnell. Haltet euch bei mir fest. Lass los, Denno. Oh? Denno? Ich bin Brock so fest. Ich lass los. Denno! Denno, schnell! Denno, komm an! Denno, wir los! Digga, ich mach's anders, Rudi. Denno! Denno, lass los! Ich mach's auf Impossible-Style, Digga. Komm ran, du musst loslassen. Ich lass los, Digga. Ich mach auch ein bisschen schwingen, Das Ding ist verhungert. Nach vorne. Zurück. Nach vorne. Ich lass los. Das ist los fürs Team. So, ich bin drüben, Freunde. Ich bin drüben. Ihr könnt runterfallen, wenn ihr wollt. Was für runterfallen, Denno. Digga. Ja, perfekt. So, endlich. Wir sind jetzt mit Schnee am Start. Alter Schwede. Oh. Okay. Hey, Leute. Komischer Stuhl oder so. Ab, also ich glaube, man muss den Schlitten hier aufs Eis schieben. Als ob der Typ da hochkommt. Denkst du, den Schlitten davor schieben? Nee, den Schlitten davor, damit ihr da hochkommt. Wir brauchen den Stuhl, glaube ich. Ja, genau. Und dafür müssen wir den Schlitten vor den Eisblock schieben, damit man dann da hochspringen kann. Hey, geh mal runter. So. Okay. Ich schnapp mir den Stuhl. Nimm den vom Haken. Okay. Vorsicht. Okay, und auf das Eis. Okay. Oh, warte. Ja. Nein, guck mal, auf das Eis. Ah, hier oben. Man muss oben rauf. Wo? Der Stuhl muss hier hingestellt werden. Ich hab schon eine gute Idee, wie wir das hier anstellen. Da oben ist ein Holzbrett. Lasst mich mal machen, Digga. Stimmt. Könnt ihr den Stuhl mal aufrecht stellen? Perfekt, ihr müsst den mal halten. Perfekt. Leute, ihr müsst den Stuhl mal für mich halten. Ah ja, so ein Ding also. Und komm mit. Den Stuhl nochmal hier rüber. Noch ein Stück hier rüber. So, jetzt hier aufstellen. Bin dabei. In deine Richtung. Ah! Ja? Nein! Ja, du musst umgreifen. Greif um. Ich bin noch dabei. Warte, Jungs, warte. Zieht mich. Ich hab eine Idee. Zieht mich. Ich hab es halt. Easy. Und rein da. Wichtig. Okay, durch den Fahrstuhl, Freunde. Oh Junge, was geht denn hier drin ab, Alter? Ganz schön eng hier drin, muss ich sagen. So. Okay. Schnell raus hier, Alter. Das ist mir nicht geheuer. Und jetzt die Luke hier zumachen, Jungs. Okay, es geht nicht. Okay, nächster Bereich. Guck mal hier, eine wilde Kuh. Denno kommt gar nicht hier hoch. Haha, Digga, Digga, ihr habt doch alles geblockt, Alter. Was wollt ihr denn da? Ich wollte gar nichts machen. So, pass auf. Ihr wollt die Kuh, Digga. Los. Das halte ich von der Milch, Jungs. Das halte ich von der Milch. Komm mit, lass Alter. Lass mich los. Digga, lass die Kuh jetzt los. Schwer. Jungs, ich hab euch ein Boot gebaut. Danke. Hier, Kaspar, dein Boot. Willst du dein Boot haben, Kaspar? Kaspar, willst du dein Boot haben? Komm oben rein, pack rein in die Schatztruhe da oben. Hä? Sehr schön. Oh, so. Okay, dann hier. Ja. Und, die fallen runter. Ja, pass auf. Ja, du hast ihn erwischt. Was hast du? Hier fährt was hoch. Ja. Das ist gut. Das ist gut, glaube ich, oder? Das ist eine Brücke. Ja, wir können rübergehen, Freunde. Wir haben's. Jawohl. Kein Problem, Mister. Richtig. So, hier erstmal über Kaspar rüberklettern. Ey, lass mich. Das passiert mit dir. Jungs, ich komme! You did it. Well played. Piggy Price. Lol. Okay, wartet. Wartet.
Ich will blau. Warte. Das sind unsere Farben, Digga. Rot, gelb und blau. Ich finde, ich möchte rot nehmen. Ich möchte blau. Aber welches wollen wir jetzt nehmen, Jungs? Wollen wir das in einem 1? Wollen wir jetzt 1 gegen 1 gegen 1 oder was? Ich will mich jetzt mal ganz kurz hier noch umgucken. Lasst erstmal gucken, so. Leute, also das ist wohl einer der Preise hier, ne? Ah, die Tür. Es geht nur weiter. Kleines bisschen, also pass auf, wir müssen jetzt. Okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also, das andere ist eine Rutsche. Blau ist, glaube ich, eine Rutsche. Und der rechts ist, Digga, rechts habe ich ein Motorboot gesehen. Das ja, komm, wir machen mal so. Komm, er hat blau gedrückt. Blau ist das einzig Wahre. Und? Das ist eine Rutsche, Jungs. Das sieht sehr gut aus. Ja, jetzt haben wir alles gedrückt, ne? Mal alle. Wartet, Jungs, wartet. Moment. Wir nehmen jeder seine Kategorie. Ja, okay. So. Okay, Leute, ich hab das goldene Ei, ne? Digga, ich hab noch gar nichts. Entspannt! Dann schön mit deinem goldenen Ei. Ich flieg jetzt halt, Digga. Hey! Ah! Was ist passiert? Ey, Hilfe! Jungs! Was hast du denn gefunden bei dir? Ich fliege! Hä, hast du einen Hubschrauber? Ah! Ja, Kaspar, genau so!